Bam! Zuschauer und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute spielen wir Minecraft Ender Games. Und zwar stelle ich euch heute wieder ein Kit vor. Das Holzfäller-Kit, Leute. Und die Fähigkeiten vom Holzfäller-Kit, wie ihr das jetzt hier seht. Er kann mit einer Axt Bäume mit nur einem einzigen Schlag fällen. Außerdem enthält jede Axt, die er craftet, eine Schärfe 1 Verzauberung. Ausrüstung ist eine Holzaxt, eine rote Lederjacke, blaue Lederhose und schwarze Lederschuhe. Also kein Helm. Das heißt, theoretisch gesehen wären wir für das Bogenschützen-Kit, was ich euch im letzten Video gezeigt habe, einfach total aufgeschmissen, Leute. Und Leute, was ich nochmal sagen wollte, ich wollte ein fettes Danke rausgeben für das Feedback bei der letzten Minecraft Ender Games Folge. Es gibt anscheinend noch sehr viele Leute, die Minecraft Ender Games gucken wollen. Ich finde es nur sehr, sehr schade, dass einfach keiner der YouTuber Minecraft, geschweige denn Minecraft Ender Games, einfach nur noch hochlädt. Und ist halt natürlich ein bisschen blöd, aber dafür habt ihr ja mich. Deswegen lade ich das jetzt hoch, oder? Ja. Definitiv nein. Cobweb MLG. Wow. Seht ihr, das hier ist jetzt die Ability von dem Ding, dass du einfach einen Baum, zack, der hat den direkt gefällt, Leute. Wir müssen auch gar nichts machen. Theoretisch gesehen, wenn das stimmt, was die uns hier vorgelogen haben, wenn ich mir jetzt eine Axt crafte, bam, ist die direkt auf Sharpness 1 verzaubert, Leute. Somit haben wir jetzt schon mal den Damage von dem Holzschwert. Einfach so, Leute. Ohne irgendwie groß Kringskram. Dieses Kit ist auch einer der Kits, die extrem unterschätzt werden. Und ich finde dieses Kit eigentlich schon fast besser als das Bogenschützen-Kit. Wisst ihr eigentlich, was wir uns jetzt für ein krasses Equip craften können? 4 Dias, zack, Alter, Leute, direkt ein Dias-Schwert. Boom, da kommt einer. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Ich nehme den rein. Oh mein Gott. Okay, er hat einen Gifttrank-Intrus. Er hat einen Gifttrank. Okay, Leute, er hat einen Gifttrank-Intrus. Das ist nur ein Tor. Das ist nur ein Tor-Kit. Der kann auch nicht sehr viel. Der kriegt jetzt übel viel Damage rein, Leute. Ey, wenn er mich jetzt mit seinem scheiß Torkit umbringt, dann kriege ich hier echt eine Flause. Wenn wir uns jetzt hier schlau anstellen, MLG! Ich hab's geschafft. Komm, komm, Alter. Bester Mann! Bester Mann, oder was? 30 Blöcke ist er von uns entfernt, Leute. 30 Blöcke. Also im Moment wahrscheinlich jetzt nicht mehr, aber er war 30 Blöcke von uns entfernt. Und es war richtig schlau, was wir eigentlich gemacht haben. Weil so haben wir den schön von uns ferngehalten. Obwohl wir einfach, Leute, wir hatten einfach eine Enderperle. Wir hatten einfach eine verdammte Enderperle und haben sie nicht genutzt. No way. Einfach weg. Der Typ ist wahrscheinlich, weil er das Ungeheuer-Kit hat, extrem schlecht im PvP. Und auch dazu auch noch schlechte Equip, wisst ihr. Deswegen müssen wir das so ein bisschen ausnutzen, dass der uns nicht treffen kann. Versteht ihr? Ey, nein, nein, nein. Okay, wir haben ihn. Nein, no. Nein! Was war das denn? Du bist am Arsch. So, Leute, kurzes Fazit zu diesem Kit. Es ist eigentlich richtig nice für den Start, weil man sich einfach nicht Gedanken um Holz machen muss, sondern sich einfach die Items holt mit den ganzen Kisten. Und dann hast du von Anfang an eigentlich ein schönes, nices, entspanntes Equip von dem her. Das einzige Problem ist halt, dass du halt keine Waffe hast und keine wirklich starke Rüstung und dann für die Gegner leichte Beute bist. Aber ich würde euch mal empfehlen, probiert das Kit selbst aus. Schaut euch die anderen Folgen von mir an. Wenn euch das Video gefallen hat, zeigt es mit einer Bewertung. Haut rein, macht's gut und ciao!